Gut, dann begrüße ich euch recht herzlich zu der Saisonabschluss-Medienkonferenz vom EHC Alten. Saisonabschluss heisst Rückblick. Bei uns wird heute aber auch die Zukunft im Fokus stehen. Ich stelle euch schnell ganz kurz den Ablauf vorstellen. Wir sind hier zu vierten heute. Ganz auf der linken ist der Rolf Richsteiner. Er ist Verwaltungsrat und im Verwaltungsrat für das Sportressort zuständig. Rechts von ihm unser Verwaltungsratspräsident Marc Thommen und links von mir unser Sportchef, der Marc Grieder. Der Ablauf ist so, dass zuerst der Rolf Richtsteiner aus Sicht vom Verwaltungsrat kurz auf das zurückblickt, was leider am letzten Freitag zu Ende gegangen ist, eben die Saison 2018-19. Und einen kurzen Einblick geben in den Status quo aus Sicht des Verwaltungsrats. Er wird dann ein Wort übergeben, Marc Grieder, unserem Sportchef, der Bilanz zieht, zurückschaut und auch Einblick geben in die Analyse, die jetzt stattgefunden hat. Die erste Analyse nach dem Ausscheiden. Er wird dann auch uns bekannt geben, was die entsprechenden Entscheidungen sind, die aufgrund von dieser Analyse getroffen wurden. Das also der Blick gegen vorne. Der Blick gegen vorne. Zum Abschluss wird dann auch noch der Verwaltungsratspräsident Marc Thommen wagen. Eine kurze Zusammenfassung auf eine Art von dem, was wir heute jetzt werden besprechen. Am Schluss gibt es dann noch Möglichkeiten zum Fragen stellen. Dann übergebe ich gerne das Wort dem Rolf Richtsteiner. Geschätzte Herren, auch von meiner Seite möchte ich herzlich begrüßen zu dieser Sitzung heute, also zu dieser Konferenz. Leider sind wir einen Monat zu früh. Es ist nicht alles so gelaufen, wie wir das gerne gehabt hätten. Die Enttäuschung ist immer noch relativ gross und ein bisschen auch schmerzhaft. Aber ich denke, mit dem heutigen Tag schauen wir nachher auch wieder vor, lassen uns alte und alte sein und schauen das Neue an. Wenn man ehrlich ist, ich habe die alte Ausgabe 18-19. Wir wollten erst oder zweit werden in der Qualifikation. Wir haben es nicht geschafft, sind dritt geworden. Wir wollten im Finale kommen, wir wollten die Meisterschaft spielen. Wir haben es nicht geschafft, wir sind im Halbfinale rausgefallen. Im Halbfinale eigentlich spielt es keine Rolle, gegen wer man rausgeht, aber gleich, es ist schmerzhafter, auch im Derby rauszugehen, als gegen solche Mannschaft. Das ist der erste Eindruck nach dem Freitag, jetzt heute. Auf der anderen Seite denken, wie wir die Meisterschaft anschauen, da hat es auch vieles Gutes gehabt. Wir hatten ein motiviertes Team gehabt. Ich denke, wir haben auch die richtigen Spieler gehabt. Wir haben phasenweise sehr gutes Eishockey können spielen oder auch können schauen. Schlussendlich hat es aber halt der gleich nicht ganz gelenkt mit dem letzten Zwick. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir das analysieren. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Spieler auf Auto geholt, die fertige Spieler gewesen sind, Spieler, die technisch stark sind, die in ihrer Mannschaft etwas erreicht haben. Wir haben gute Score-Qualität auf Auto geholt. Und die Zusammensetzung der Mannschaft, muss man im Nachhinein halt gleich sagen, hat vielleicht nicht ganz zu 100% gestimmt. Aber das ist, denke ich, ist nicht nur eine Tatsache, sondern auch eine grosse Chance. Eine Chance, die man verändern kann. Eine Chance, die man daran arbeiten kann. Auch vom Verwaltungsrat her. Ich denke, wir haben die ersten Zeichen gesetzt, werden wir heute noch hören. Wir haben neue Zeichen gesetzt mit der Zusammenstellung der Geschäftsleitung des Verwaltungsrats, wo wir sehr stolz darauf sind, wo sehr gute Arbeit gemacht wird. Und jetzt probieren wir, vorwärts zu schauen und auch ein Zeichen zu setzen für die nächste Saison. Und dazu möchte ich die Details an Marc Grieder das Wort weitergeben.
Ja, von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz, liebe Medienschaffenden. Meine Analyse, ja, ich kann mich hier am Rolf anschließen. Wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Wir haben ganz klar gesagt vor der Saison, dass wir auf Rang 1 oder 2 abschließen wollen. Das Ziel haben wir auch wenn knapp verpasst. Das ist einmal zum Ersten. Das andere Ziel ist, wir wollen Meister werden. Sie sind jetzt am letzten Freitag gegen Langenthal rausgefallen. Ja, das ist auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns jetzt die Fragen gestellt, haben die ganze Sache mal aufgerollt, haben angefangen zu analysieren und haben uns wirklich Gedanken gemacht, wie es ganz genau wird weitergehen. Kurz zu den Entscheidungen, die getroffen worden sind von unserer Seite, Coaching-Staff. Der Vertrag mit dem Christoph Bartolone wird nicht verlängert. Das heisst, sein auslaufender Vertrag vom 30.04. wird für die Saison 1920 nicht verlängert. Der Bartz war jetzt 3 Jahre in Olten, hat angefangen mit Maurizio Manzi als Assistent. Nach dem Wechsel zum Gustafsson war er nochmal Assistent und hat jetzt für die Saison 18-19 den Posten als Head Coach übernommen. Die Gründe aus meiner Sicht sind eigentlich relativ offen, wie wir schon gesagt haben. Wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Das war so abgemacht, so kommuniziert. In meinen Augen, was mir auch gefehlt hat, die Entwicklung von der Mannschaft hat sich nicht können, wie gewünscht entfalten. Wir haben verschiedene Charaktere in dieser Mannschaft. Wir haben einen Haufen Potenzial, wo wir immer wieder davon reden. Und schlussendlich haben wir es einfach nicht auf den Punkt gebracht. Wir haben nicht können liefern, wenn es Zeit gewesen wäre zum Liefern. Und das wäre im Halbfinale gewesen. Die Nachfolge von Chris Bartolone, die ist offen. Für mich, für uns alle, ist das ein sehr wichtiger Entscheid. Und wir werden uns auch für diesen Entscheid jetzt die nötige Zeit nehmen. Wir werden Kandidaten prüfen. Es wird keine Hauruck-Aktion geben, sondern wir werden alles prüfen und bin überzeugt, dass wir den richtigen Mann werden finden für die Saison 1920. Der Posten vom Assistenztrainer ist ein Stück weit auch abhängig von der Neuverpflichtung vom Headcoach. Wir wollen hier jetzt nicht irgendetwas vorgreifen, weil man weiss nie, will er jemanden mitnehmen oder bleibt alles, wie es ist. Von dem her ist auch die Zukunft von Michael Dobler zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Der Schneider Tadeus, unser Athletikcoach, Konditionstrainer, wird seinen Vertrag bei uns verlängern. Er ist auch in der Saison 1920 noch unser Athletikcoach. Im Goal. Wie ihr alle wisst, hat der Matthias Mischler nach dem letzten Spiel in Langenthal seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der zweite Goalie wird neu werden auf die Saison 1920, der Silas Mattis, 26. Hat die letzten paar Jahre in Kanada gespielt, war letzte Saison Goalie vor den Chino Rockets. Ich habe nach einer Lösung gesucht, wo wir uns optimal ergänzen im Goal mit dem Ritz. Der Ritz Simon wird nächste Saison die klare Nummer 1 im Goal. Das heisst, er will und bekommt die ganze Verantwortung. Genau aus diesem Grund ist er auch daher gekommen. Das haben wir so miteinander besprochen. Der Silas Mattis hat für 1 Jahr unterschrieben plus Option. Zu den Verteidiger. Die bekannten Abgänge sind der Tim Grossniklaus, SCL Tigers und der Tim Bucher, der den Rücktritt gibt. Heute Morgen hat uns eine Botschaft übermittelt worden von Chris Bagnew. Der langverdiente Defensivverteidiger vom EAC Olten hat ebenfalls seinen Rücktritt gegeben vom Spitzenhockey und wird jetzt eine neue Herausforderung suchen in der Privatwirtschaft. Die bereits bekannten Neuzüge, Janis Elsner und Cedric Maurer, die beide zuletzt bei der EVZ Academy gespielt haben, werden unser Verteidigerkontingent optimal ergänzen können. An dieser Stelle will ich sagen, dass ich auf der Suche gesehen bin nach jungen, talentierten, aufstrebenden Verteidigern, die aus meiner Sicht aus unser Spiel schneller machen können, die mit den Scheiben hinten rauslaufen können. Und ich bin überzeugt, dass ich das mit diesen beiden Spielern gefunden habe. Neben den bestehenden Verträgen, die weiterlaufen, wie Simon Lüthi, Daniel Eigenmann, Luca Zanatta, Anton Ruye und Stefan Högebart, bin ich noch auf der Suche nach 2 weiteren Verteidigern. Ich halte Ausschau nach einem routinierten, arrivierteren Spieler mit der Erfahrung, auch können, gerade auch die jüngeren Defensiven können richtig leiten, als Galionsfigur können voranzugehen, die gewisse Härte und Erfahrung mitbringt.
weil in meinen Augen das uns auch fehlt. Wir sind dort auch in den Playoffs immer wieder ein bisschen in die Schranken hineingewiesen worden, weil uns dort auch ein Stück weit die nötige Härte gefehlt hat. Offensive Sturm. Die bekannten Abgänge, Devin Muller und Uli Huber, beide Aschua. Sedik Schneuli, Rücktritt. Ebenfalls wird uns verloren nach 2 Jahren Joachim Wodo. Er hat lange an einer Hirnerschütterung laboriert, 3 Monate insgesamt. Wir haben ihm das mitteilt, er hat das auch mit Fassung genommen. Er spielt in der Zukunft bei uns keine Rolle mehr. Mit Stefan Meder ist es so, dass wir dort miteinander seitenlang verhandelt haben uns aber am Schluss nie treffen können. Unsere Wege werden uns nach diesen 3 Saisons teilen. Weiter zu den Ausländern. Der Vertrag von Bryce Cherway und von Cason Homan werden beide nicht verlängert. Der Kanadier sowie auch der Amerikaner sind beide auf diese Saison gekommen. Wir haben uns jetzt nach dieser Analyse, vor allem auch in den Playoffs, dazu entschieden, diesen Schritt zu machen. Ich habe immer gesagt von Anfang an, dass wir abrechnen werden nach den Playoffs, dass wir, ich will sehen, wie gut diese Spieler in den Playoffs sein können. Die Spieler haben beide einen schwierigen Start gehabt bei uns sollten, aber haben sich nachher können vor und haben vor allem wie der Homan relativ oder viel Punkte können machen, schlussendlich auf dem 3. Platz von der Swiss League Topscore können abschließen und Bryce Cherway hat doch auch seinen Teil auch noch können dazu beitragen. Ein Import Ausländerposition ist zum jetzigen Zeitpunkt geklärt. Der Name wird aber nicht veröffentlicht, weil die Mannschaft, die er noch spielt, aktuell noch in der Saison ist. Aus Respekt gegenüber seinem jetzigen Arbeitgeber werden wir den Namen nicht kommunizieren. Wer der 2. Ausländer wird, ist noch nicht bestimmt. Auch dort werde ich mich darum kümmern, dass wir dort sorgfältige Überlegungen werden haben und einen Top-Mann auf dem rechten Flügel werden finden, um unser Spiel noch etwas schneller machen vor allem auch heute vermehrter Abschluss suchen. Stürmer werden kommen, Schweizer Stürmer, ebenfalls 2 Spieler von der EVZ Academy. Das ist im einen der Jerome Lanz, 20. Ein schneller, offensiver, geradliniger Stürmer. Sowie der Michael Rudolph, 23, der die letzten paar Jahre ebenfalls in Nordamerika gespielt hat. Letzte Saison die erste bei der EVZ gespielt hat und wir können überzeugen, auch mit seiner geradlinigen und harten Art zu spielen. Es ist noch ein weiterer Stürmer unter Vertrag genommen worden, ebenfalls wie auch beim Ausländer wird der Name nicht kommuniziert, weil er aktuell noch am Spielen ist. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des EHC Olten, vom Verwaltungsrat, von allen Leuten, die etwas mit dieser Mannschaft zu tun haben, recht herzlich bei allen Spielern, die den Rücktritt geben, bedanken, auch bei den Spielern, die eine neue Herausforderung suchen. Merci vielmals für euren Einsatz und dass ihr euch einen Teil geleistet habt. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Das wäre es von meiner Seite. Danke, Marc Rieder. Ich würde jetzt gerade direkt das Wort noch unserem Verwaltungsratspräsidenten Marc Thommen geben für eine Einordnung von diesen Neuigkeiten und auch was das für die Zukunft des EHC Olten bedeutet. Geschätzte Medienschaffende, geschätzte Damen und Herren, der EHC Olten ist nach wie vor, und das wissen wir, das sind wir uns auch bewusst, in der Übergangsphase. Und die bedeutet eigentlich auch, was wir Geduld, aber wir brauchen auch Weitsicht. Scheitern im Halbfinal ist für uns immer noch sehr schmerzhaft. Und der Marc hat es, wie auch der Rolf vorhin, haben es beide erwähnt. Es bedeutet aber nicht, dass man eine Ausrichtung, die man hat, komplett über den Haufen rührt und alles ändert. Nein, es ist eher das Gegenteil. Man ist bestärkt, den eingeschlagenen Weg, den wir uns gegeben haben, konsequent weiterzugehen. Der EHC Olten soll und bleibt ein ambitionierter Club und wird alles daran setzen, um in Zukunft Basis für grosse sportliche Erfolge zu legen.
Sport, und das haben wir gemerkt, ist nicht planbar. Daran tut sich auch gar nichts ändern, aber das, was planbar oder ist aber beeinflussbar ist, daran möchten wir eigentlich mit aller Kraft arbeiten. Wir möchten nichts unversucht lassen. Und wichtig ist auch, dass wir mit unseren zahlreichen Partnern und mit ihnen können weiterhin den Weg gehen und schlussendlich zugunsten von EHC Olten können arbeiten. Zu einem erfolgreichen Sportclub gehört nicht nur eine erste Mannschaft, sondern es gehört sehr viel mehr dazu. Es soll schlussendlich ist ein Nachwuchs, es gehört ein gelungenes Event dazu. Und all dem werden wir weiterhin und intensiv daran arbeiten. Auch hier kurz nach Saisonschluss liegt natürlich der Fokus vor allem jetzt auf dem Sportlichen. Aber auch hinter der Kulisse haben wir ganz viele andere Themen, die wir bearbeiten. Ich möchte aber an dieser Stelle noch etwas von tiefem Herzen noch loswerden, und zwar ein riesen Dank an unsere tollen Fans. Diejenigen, die an den Auswärtsmatch dabei waren, die hier daheim waren. Ich habe gerade wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, die Stimmung, die sie gemacht haben, das war eine riesen Sache. Und ich glaube, mit den Fans, dort sind wir wirklich Nummer eins. Jetzt müssen wir es anders auch noch werden. Nun, der EHC Olten soll künftig unter der Prämisse von 4 P's auftreten: Professionalität, Passion, Power und Perspektive. Das sind Sachen, die nicht nur die erste Mannschaft, sondern auf allen Bereichen soll man so handeln und auch agieren. Das beginnt schlussendlich auf der Geschäftsstelle, bei allen Angestellten, bei den Funktionären, aber natürlich auch bei den Spielern, bei den Coaches und auch, wie gesagt, dem ganzen Staff, wo man ist. Das ist ein wichtiger Part, an dem sollen wir auch gemessen werden. Und das ist auch etwas, was wir bei all diesen Transfers, die Marc Rieder vorhin auch bekannt gegeben hat, immer wieder in den Vordergrund gestellt haben, wohin die Reise geht, dass die 4 P's eingehalten werden müssen. Nun würde ich das Mikrofon wieder im Pierre zurückgeben. Merci. Danke, Marc. Das wäre es für den Moment von hier vorne. Ihr habt gerne die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Rund oder nachher auch individuell gibt es in dieser Konstellation gerade Fragen von eurer Seite. Marc Grieder, kannst du noch ein bisschen ausführen, was jetzt gegen Bryce Shervey und gegen Cason Holman für dich entschieden hat? So ein bisschen en detail, so weit wie möglich. Also dagegen entschieden hat für Bryce Shervey, denke, was man noch nicht vorwerfen kann, ist seine Arbeitseinstellung. Ich denke mal, die Match gesehen haben, das auch alles gesehen. Er hat alles gegeben für die Mannschaft. Er war immer parat, er hat alles probiert in seinen Möglichkeiten innen, aber wir erwarten halt auch von einem ausländischen Spieler, dass er dementsprechend in den wichtigen Situationen auch die Goal schiessen. Das hat er nicht gemacht, und aufgrund von dem ist das auch ausschlaggebend gewesen, warum seine Option nicht gezogen wird, das heisst, sein Vertrag nicht verlängert wird. Beim Cason Holman ist es so, wie ihr alle auch wisst, hat er einen Haufen Punkte gemacht. Ich finde, er hat in seiner ersten Saison viele Sachen richtig gemacht, hat aber eben auch viele Sachen falsch gemacht. Ich bin nicht immer ganz einverstanden mit seinem Spiel. Ich bin auch nicht immer ganz einverstanden, wie er sich gibt gegenüber seinen Mitmenschen. Ich will jetzt das Wort respektlos nicht brauchen, ich will ihm auch nicht irgendwie etwas Falsches unterstellen, aber das Ganze, das Grobkonzept, was ich mir vorstelle unter einem Spieler, unter einem Ausländischen, hat am Schluss nicht mehr für mich gepasst, weil wie es ist, es gehört eben halt auch ein bisschen mehr dazu, als nur Punkte machen. Und wir haben jetzt die Erkenntnis getroffen und wir halten jetzt Ausschau nach einer Alternative zum Cason Holman und dem Bryce Shervey. Marc Rieder, kannst du vielleicht auch noch schnell ein bisschen zum Punkt Trainer etwas sagen? Wie hat Chris Bartolone den Entscheid zur Kenntnis genommen, und zweitens, in welche Richtung soll es gehen?
schaust du eher national oder international? Also zur ersten Frage, eben, solche Entscheidungen sind nie einfach, wenn man die muss überbringen muss und geschweige denn, wenn man sie muss akzeptieren. Der Bartz hat sich dort gentlemanlike wirklich super verhalten gegenüber uns. Er hat die Situation verstanden, er war sehr dankbar gewesen. Er hat uns mehrfach seinen Dank ausgesprochen für auch die Chance, die Möglichkeiten, die er in den letzten 3 Jahren mehr als Olten hatte. Wir sind also völlig mit dem Guten auseinander. Es hat auch kein böses Blut gegeben. Also wir sind wirklich hier alle zum Schluss gekommen, dass es für die Zukunft vom Club und vom Coach besser ist, wenn unsere Wege uns jetzt trennen. Betreffend den neuen Coach, national, international, wie gesagt, ich werde die Kandidaten prüfen. Es kann sicher auch eine Schweizer Lösung sein, wenn du das ansprichst. Ich denke, wir haben die Schweizer auf dem Schweizer Markt sicher auch der ein oder andere gute Trainer. In Zukunft wird es so sein, mehr als Jolten. Gerade durch die Verpflichtung der jüngeren Spieler, das soll auch ein bisschen klare Strukturen in die Mannschaft hineinbringen. Unser Durchschnittsalter ist jetzt bei 25,5 Jahren. Das holen wir jetzt oben runter mit diesen 20-Jährigen. Ich will eine ganz klare Hierarchie in dieser Mannschaft haben. Ich will eine erste, eine zweite, eine dritte und eine vierte Linie. Ich will aber nicht einfach nur Viertlinien-Spieler, sondern ich will tätige Spieler, die jeden Tag in die Eishalle kommen und härter sich da arbeiten, denen ihr Ziel muss sein, jeden Tag das Maximum aus sich rauszuholen. In meinen Augen ist das der einzige Weg, wie wir als Club, als Mannschaft vorankommen. Ich denke, wir haben in den letzten paar Jahren eine Sättigung von Talent gehabt. Wir haben gesehen, dass wir zwar immer wieder ein Stückchen vorwärts gekommen sind, aber dort, wo wir schlussendlich anwollen, sind wir gleich nicht. Die jüngeren Spieler, die kommen, die sind hungrig, die sind professionell und die kommen mit Power. Die Spieler sind nicht einfach da, damit sie Ergänzungsspieler sind, sondern die sollen Druck machen gegen Führer. Die Spieler sollen hierher kommen und sich entwickeln können. Die Spieler, wie ich schon gesagt habe, brauchen zum Teil auch der EHC Olten ein Stück weit als Sprungbrett. In meinen Augen ist das ein sehr gutes Zeichen, dass wir auch Sachen richtig machen in diesem Verein. Vor allem auch in dieser Mannschaft. Weitere Fragen? Marc Thommen, das mal. Kann man schon auf finanzieller Ebene etwas abschätzen? Halbfinal reicht, 3 gut besuchte Heimspiele, nur 2 Viertelfinal Heimspiele. Ist das schon so ein bisschen abschätzbar, wie sich das auf das finanzielle Ergebnis auswirkt? Das finanzielle Ergebnis wird sicher nicht gleich daherkommen, wie wenn wir natürlich hätten Meister werden und eine Liga-Quali spielen. Da sind wir uns bewusst. Wir werden uns intensiv mit, natürlich auch mit den Zahlen müssen auseinandersetzen. Das haben wir jetzt in der Zwischenzeit noch nicht gemacht. Wir werden die Generalversammlung Irrtum vorbehalten Mitte August durchführen. Die entsprechende Einladung wird dann auch folgen. Und dort werden wir über die Zahlen auch eine Auskunft geben. Eine andere Frage? Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für euer Interesse im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Auch für die Begleitung durch die Saison. Merci, dass ihr gekommen seid. Und wie gesagt, stehe ich alle anwesenden Personen auch noch gerne für individuelle Interviews zur Verfügung. Merci vielmals. Gracias.